Hallo, ich bin's nochmal, euer Hobbygegner Manuel. Heute geht's über Thema Fischfutter. Es gibt so Leute, die geben immer von ihren Nachwuchsfischen, Beispiel so Fischfutter, was die Namen heißen, so kleine, ihr wisst, zum Züchten. Ich benutze immer gerne Flockenfutter. Ich tue immer kleinen Pul so verpulvern und dann gebe ich das. Von den kleinen Fische und dann gebe ich von meine große Fische die Barsticks, die sind auch gut und dann gebe ich noch Futtertabletten, das sind die haben der bei diesem Firmen Wassertrüb gemacht, die sind groß, ich wusste etwa so klein Pulver, so klein klein machen. Weil die sind riesengroß, die Tabletten. Von die große Fische. Ja, die sind so riesengroß, die Tabletten. Können wir mal zeigen. Ja. Pause. Die sind so groß. Und da ist zwar so kleine Stücke gemacht, kann ich an der Hand nehmen davon. So groß sind die. Ich muss halt schöne Fäkeln. Erteilte Happen machen von diesen Schmerlen und die Wälze. Oder da fressen nicht nur die Wälze, da fressen auch die die anderen Fische auch. Und ja, das war's mit Futtervideo. Muss schon nur kurz berichten, was zeige ich, was für Futter kriegen meine Fische. Die kosten Flockenfutter Beispiel fast 10 Euro. Jetzt halt mal fest. Dieses Futter fast 30 Euro. Und diesen Tablettenfutter nochmal 30 Euro. Ungefähr kann man sagen 60, 70 Euro bin ich los. Teures Hobby zu Futter, aber ich will die besten Futter geben für meine Fischer. Fische muss man dann geben. Und ja, deswegen sind die gut. Okay, ich mache jetzt mal gucken, bis nächstes Mal ein schönes Video. Ich habe hier gute Laune, hier Videos gedreht.